Zu Beginn unserer Woche bei TMTV blicken wir zurück auf das vergangene Wochenende und auf ein paar sportliche Stats. Zum Beispiel hat Marcus Rashford ein kleines Jubiläum gefeiert in der Premier League. Aber wir schauen auch auf Paris Saint-Germain. Bei den Franzosen sind ja gleich 5 Transferdeals am Deadline-Day gescheitert. All das und vieles mehr gibt's heute bei uns in der Folge. Shinji Kagawa ist ja für die Rückrunde von Borussia Dortmund in die Super League ausgeliehen, zu Beşiktaş Istanbul. Und am Wochenende hat er gegen Antalyaspor sein Debüt in der höchsten türkischen Spielklasse gegeben. Er wurde in der 81. Minute eingewechselt und hat gleich mal einen Doppelpack geschnürt. Und das binnen 2 Minuten. Am Ende gab es den 6:2-Sieg für Beşiktaş und ein Riesendebüt für den Japaner. Marcus Rashford hat am Wochenende sein 100. Premier League-Spiel für Manchester United absolviert. Und er hat gleich mal wieder geknipst, wie er das in den letzten Wochen gerne tut. Hat sein 9. Saisontor erzielt und den Siegtreffer gemacht beim 1:0 gegen Leicester City. Und Marcus Rashford gerade einmal 21 Jahre und ein paar Tage jung bei seinem 100. Premier League-Spiel für die Red Devils. Jünger als er bei seinem 100. Ligaspiel für United war lediglich Ryan Giggs. Und Lionel Messi hat mal wieder einen Doppelpack erzielt in der spanischen La Liga. Und zwar beim 2:2 gegen den FC Valencia. Das waren für den Argentinier die Saisontore 20 und 21. Er rettete seinem Team immerhin den Punkt und traf zum 11. Mal in Folge. Mehr als 20 Mal in einer Saison. Unser Top-Thema heute dreht sich um Paris Saint-Germain. Um diesen Club war ja richtig viel los am Deadline-Day. Es gab total viele Gerüchte, auch hier bei Transfermarkt. Und es ging darum, dass PSG unbedingt noch einen Spieler verpflichten wollte. Mindestens einen fürs offensive Mittelfeld. Und das, obwohl die Hauptstädter nur einer von 3 Clubs sind, die mehr als 200 Millionen Euro in dieser Saison für neue Spieler ausgegeben haben. Aber Thomas Tuchel hat Neuzugänge gefordert. Der Trainer, das hat er deutlich gesagt, wir haben Ziele in diesem Verein und um sie zu erreichen, für die Ambitionen des Clubs und der Spieler müssen wir uns verstärken. Das hat er sicherlich auch vor dem Hintergrund gesagt, dass er weiß, dass das Mittelfeld nicht ganz die Breite hat. Und wenn sich da ein Spieler verletzt, dann kann es schnell mal eng werden. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Neymar fällt für mindestens 10 Wochen verletzt aus. Der offensive Schlüsselspieler hat ja Probleme mit dem Mittelfuß. Gibt auch schon ein paar Bilder aus seiner Reha. Also der Brasilianer ist schon wieder am Arbeiten für seine Rückkehr auf dem Fußballplatz. Auch Marco Verratti musste ja jüngst ausgewechselt werden mit Problemen am linken Knöchel. Das sind eben wichtige Spieler in der Offensive. Und wie wichtig die sind, das hat Thomas Tuchel jetzt neulich in dem O-Ton auch noch mal gesagt. Ja, ich bin natürlich traurig. Das ist eine schlimme Situation für uns. Neymar und Marco Verratti sind Schlüsselspieler, weil sie eine unheimliche Qualität auf den Platz bringen. Und die fehlt uns jetzt. Aber wir sind als Team gefordert, Lösungen zu finden. Die Qualität extraordinär. Il nous manque énormément. En même temps, c'est notre défi de trouver des solutions. Tja, und der Verein hatte eben die Idee, mindestens einen Mann fürs offensive Mittelfeld noch zu verpflichten. Und es gab tatsächlich einige Gerüchte, das werdet ihr bestimmt mitbekommen haben, zum Beispiel um den Brasilianer Willian vom FC Chelsea. Wobei das dann doch von Beginn an ein eher vages Gerücht war, weil der FC Chelsea den Spieler grundsätzlich nicht abgeben wollte. Es hieß dann, dass die Berater von Willian bereits in Paris gewesen sein sollen. Der Transfer kam aber nicht zustande. Ähnlich die Situation bei Joao Mario, dem Portugiesen. Europameister im Diensten von Inter Mailand. Da gab es relativ schnell die Absage von den Italienern. Ja, PSG hatte sich Hoffnungen gemacht, denn Joao Mario hat das ja im letzten Jahr per Laie auch schon gemacht zu West Ham United. In diesem Fall aber nicht. Luciano Acosta, das war dann doch schon etwas enger, diese Kiste. Acosta ist ein relativ unbeschriebenes Blatt in Europa, 24 Jahre alt und Argentinier, spielt bei DC United in der MLS. Und die Clubs sollen sich zumindest über die Ablöse einig gewesen sein, aber eben nicht, was die Weiterverkaufsbeteiligung von DC United anbelangte. Hier sind ein paar Daten zu Luciano Acosta, eben im Mittelfeld zu Hause, aber eher offensiv ausgerichtet. 1,75 Millionen Euro nur der Marktwert. Und das
soll der Wunschspieler von Sportdirektor Antero Henrique gewesen sein, nicht der von Thomas Tuchel. Der Spieler selbst hat sich sehr enttäuscht darüber gezeigt, dass der Wechsel nicht geklappt hat, denn der war schon in Paris, weil es eben hieß, ja, ja, das klappt. Dann ist er rübergeflogen nach Europa und am Ende scheiterte das Ding ganz kurzfristig. Ich bin natürlich enttäuscht. Ich habe noch einen bitteren Beigeschmack bei diesem Erlebnis. Ich bin ein wenig traurig, dass ich nicht bei einem Club wie Paris unterschreiben konnte. Es war ein Traum. Tja, stattdessen trainierte der am Samstag schon wieder mit DC United in den Staaten. Ich denke, es lag daran, dass die beiden Vereine die Frage nach der Summe für meinen Wechsel nicht vollständig gelöst hatten. Ich weiß nicht viel darüber. Ich wollte auch nicht viele Fragen stellen, aber die Wahrheit ist, es ist eine sehr frustrierende Situation für mich. Also auch aus dem Acosta-Transfer ist nichts geworden. Nächster Kandidat Idrissa Gueye, der Senegalese vom FC Everton. Da war den Engländern das Angebot zu niedrig. Everton verlangte 40 Millionen Euro und PSG bot angeblich 25 Millionen. Wir haben ein Zitat vom Everton-Coach Marco Silva über das PSG-Angebot für Idrissa Gueye. Ich sehe nicht, dass der Wert des Spielers wiedergespiegelt wurde. Und der nächste im Bunde, Thiago Mendes, 26-jähriger Brasilianer, ist eher ein defensiverer Mittelfeldspieler von OSC Lille, also ebenfalls einer, der in der Ligue 1 unterwegs ist. Den hätte PSG für 24, 25 Millionen Euro haben können, wollten sie aber nicht bezahlen. Und somit hat keiner von fünf möglichen Deals geklappt an diesem Deadline-Day. Und so bleibt Leandro Paredes zunächst mal der Einzige, der dann im Winter zu PSG gewechselt ist. Und das für stattliche 40 Millionen Euro, die Paris an Zenit St. Petersburg überweist. Das kann noch teurer werden. Inklusive Boni können das bis zu 47 Millionen Euro werden. Also Leandro Paredes, immerhin eine Verstärkung für das Mittelfeld für Thomas Tuchel. Tja, und was meint ihr? Klappt das bei PSG? Auch ohne Neuzugänge am Deadline-Day, können die ihre Saisonziele erreichen? Wie weit schaffen sie es in der Champions League? Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht ist es ja auch so, dass Adrien Rabiot jetzt plötzlich sportlich wieder ein Thema wird bei Paris Saint-Germain. Denn der Mann, der seinen Vertrag ja nicht verlängern will und suspendiert wurde, darf seit letzter Woche immerhin wieder am Mannschaftstraining von Thomas Tuchel teilnehmen. Aber der Verein soll momentan wohl dabei bleiben, ihn weiterhin suspendiert zu lassen, also dass er nicht spielen darf. Könnte mir vorstellen, dass Thomas Tuchel da etwas offener wäre. Wir wollen natürlich heute nicht nur über Transfers sprechen, die nicht zustande gekommen sind, sondern können hier auch einen relativ teuren Transfer verkünden. Shoya Nakajima wechselt vom portugiesischen Club Portimonense nach Katar zum Al-Duhail Sports Club. Nakajima wird mit einer Ablöse von 35 Millionen Euro zum teuersten japanischen Fußballer ever und löst damit Hidetoshi Nakata ab, der diesen Rekord seit 2001 gehalten hatte. Und dieser Transfer hat übrigens auch was mit PSG zu tun im weitesten Sinne, denn der Al-Duhail Sports Club hat denselben Besitzer wie PSG, nämlich Scheich Al-Tamim. Tja, und Nakajima ist damit der fünftteuerste Transfer in diesem Winter. Er hat genauso viel gekostet wie beispielsweise Christoph Piontek, der vom Genua zu Milan gewechselt ist, hat ja auch schon getroffen am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen die Roma, der Pole. Auf der 4 Lucas Paqueta, ebenfalls ein Transfer zum AC Mailand, 35 Millionen Euro. Ebenfalls bei ihm die Ablöse kam von Flamengo. Leandro Paredes, über den haben wir gerade eben auch gesprochen, 40 Millionen die Ablösesumme, die PSG an Zenit St. Petersburg zahlt. Auf der 2 Paulinho, 42 Millionen Euro, der Wechsel von ihm zurück nach China zu Guangzhou Evergrande vom FC Barcelona. Und ganz vorne ein Mann aus der Bundesliga, Christian Pulisic vom BVB zum FC Chelsea für 64 Millionen Euro. Wir haben noch eine Expertentipp-Auswertung für euch. Nicht der Tipp von Karim Bellarabi, sondern der von Dennis Aogo vom VfB Stuttgart. Und ist nicht sonderlich gut gelaufen für Aogo, denn er hat gerade einmal 9 Punkte geholt mit allen seinen Tipps. Also da ist wirklich viel, viel daneben gegangen. Nach dem Freitagsspiel sah es noch ganz gut aus für Aogo, denn da hat er zumindest die richtige Tendenz erwischt beim Auswärtssieg der Leipziger in Hannover. Aber beim Rest lag er wirklich also komplett daneben bei allen Tendenzen. Und 9 Punkte, das ist der letzte Platz im momentanen Experten-Ranking.
Ranking. Damit steht er noch weiter unten im Expertenranking als sein Verein in der Bundesliga. Schade, Dennis Aogo. Das war Transfermarkt TV für heute. Wir freuen uns, wenn ihr morgen auch wieder mit dabei seid. Und wir wollen zum Abschluss und noch auf einen schönen Treffer aus der niederländischen Eredivisie blicken. Und gemacht hat ihn ein ganz junger Spieler, Cody Gakpo. Gerade einmal 19 Jahre alt, hat seinen ersten Eredivisie-Treffer für die PSV Eindhoven erzielt beim 5:0-Sieg gegen Fortuna. Zitat, das schauen wir uns an und dann sind wir morgen wieder da. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, tschüss.